Die Salzburger Landesverwaltung wurde in der Best Recruiters-Studie ausgezeichnet. Dabei handelt es sich um die größte wissenschaftliche Arbeitgeberstudie im deutschsprachigen Raum. Salzburg belegt in der Branche öffentlicher Dienst erstmals den zweiten Platz und steht zum ersten Mal an der Spitze aller Bundesländer. Insgesamt ist Salzburg im Österreich-Ranking auf Platz 113 von 529 getesteten Arbeitgebern. Und wenn wir unter 27 öffentlichen Verwaltungen die zweitbesten sind, das ist schon ein Grund zur Freude und ich bedanke mich auch dabei bei den Mitarbeitern. Das ist schon etwas, wo wir wesentlich besser geworden sind. Es ist der Auftrag, dass wir genau in diese Richtung auch gerne weiterarbeiten wollen und freuen uns natürlich, wenn diese Arbeit auch gesehen und in dem Fall auch so ausgezeichnet wird. Im Bereich des Recruitings haben wir im letzten Jahr einen ganz erheblichen Digitalisierungsschritt vornehmen können. Ich sage auch vornehmen müssen. Uns hat natürlich der erste Lockdown, der jetzt circa ein Jahr her ist, natürlich auch wie viele andere Unternehmen ein bisschen sozusagen kalt erwischt. Wir haben hier die Zeit aber wirklich gut nutzen können und binnen relativ kurzer Zeit die Personalauswahlprozesse digitalisieren können. Wir spüren auch diese Verantwortung und sehen es einfach auch als unsere Aufgabe, dann auch das Recruiting krisenfest zu gestalten. Und genauso versuchen wir auch jetzt in Corona-Zeiten auf die Bewerber zuzugehen, wertschätzend, aber auch online, ebenfalls in einer Form, wie wir ja auch wollen, dass die Bürger schlussendlich behandelt werden, so wollen wir auch zu unseren Bewerbern sein. Alle Infos zur Karriere beim krisenfesten Arbeitgeber Land Salzburg gibt es auf www.salzburg.gv.at/karriere.